Herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der La Coronella. Ja, wie ihr seht, ich sitze auf dem Kartoffelruder oder Kartoffelvollernte, wie auch immer ihr das Ding bezeichnen wollt. Ja, wir sind in den Kartoffeln gestartet. Ich habe schon mal ein kleines bisschen vorgearbeitet. Ich habe jetzt hier zweimal Vorgewände rumgemacht. Und ich bin eigentlich immer noch dabei, das Vorgewende zu machen. Mache ich das mal ein bisschen anders, damit ich hier ein bisschen bessere Platz habe zum Wenden auch. Und weil das alles so ein bisschen rundlich ist, wie ihr seht, ne? Und nicht alles so spitz und sowas. Und um mir nicht ganz so viel Kartoffeln kaputt zu fahren, mache ich das jetzt so, ich sag mal, schrittweise mit dem Vorgewende. Der Ruder ist natürlich auch nur gemietet. Das geht natürlich auch wieder ein bisschen ins Geld. Ein bisschen. Und ich würde sagen, das wird so erstmal reichen. Mache ich hier vorne gleich mal einmal so ein bisschen schicker. Und dann müssen wir mal schauen. Wenn wir, glaube ich, hier irgendwie so ein bisschen, vielleicht werden wir auch gleich einmal von hier oben einmal bis nach unten durchfahren, damit ich hier so ein bisschen die Kurven und das raus habe, weil diese Kurve hier nicht ganz so schlimm ist bis da unten hin von hier oben, weil ich die ja jetzt auch zum größten Teil schon rausgenommen habe. Ne? Natürlich so beim Wenden mache ich dann immer noch was kaputt. Aber das ist halt so schon ein bisschen angenehmer. Als anders. Ne? Ja, sonst würde ich mir viel zu viel kaputt machen. Wäre zwar nicht ganz so schlimm, weil wir noch ein zweites Feld mit Kartoffeln haben. Aber trotzdem. Wie gesagt, schön. Wer ist denn was anderes, ne? So wie hier vorne beim Vorgewende. Da habe ich schon was kaputt gefahren. Wie gesagt, das ist nicht schlimm. Passiert nun mal beim Vorgewende, denn gerade wenn die Felder so ründlicher sind und nicht so kantig, eckig, dann geht das mal halt ein bisschen oder relativ zügig, dass man sich hier mal ein bisschen was kaputt fährt, beziehungsweise, ne, wenn man denn Kurve fährt halt so, dann kann das passieren. Wie gesagt, ist nicht ganz so schlimm. Vor allen Dingen, ich habe hier vorne jetzt gleich Platz, um mit dem McCormick hier rauf zu fahren, mich hier hinzustellen und den dann hier den Kartoffelruder abzuladen. Ne? Also ich bin auch einmal komplett rumgekommen beim Vorgewendefahren. Ist relativ, ja, relativ ergiebig. Bei Kartoffeln ist nachher halt auch die Masse, die dann zusammenkommt. Man könnte natürlich auch Dings ausmachen. Pflanzenzerstörung. Fruchtzerstörung. Aber nee. Das haben wir an.
denke mal, es sollte so erstmal reichen. Wenn nicht, dann fahre ich halt noch mal ein bisschen Vorgewende oder so. Und hier werden wir es auch machen. Hier werden wir gleich einmal bis nach unten, denke ich mal, einmal so durch. Ja, wenn hier zu doll, ne, dann fahre ich natürlich was kaputt. Das ist klar. Ich habe jetzt Platz, ich kann jetzt hier schön mit dem Träger rauffahren, runterfahren und dann einmal schon mal abladen. Ja, das ist halt, weil das hier auch so ein bisschen, ne? Aber hier ist es auch. Na gut, hier haben wir hier eine ziemlich gerade Kante. Hier unten haben wir relativ gerade. Ist nur hier so der Knick hier so. Und hier oben so ein bisschen. Jo. So, ich würde jetzt auf jeden Fall einmal hier so durchstechen. Dass wir halbwegs gerade bleiben dabei. Dass wir uns das so ein bisschen, ja, viereckiger machen. Das ganze Feld an sich. Wenn wir da unten auf jeden Fall das Vorgewende so ein bisschen bearbeiten. Dann müssen wir gucken, dass wir auf der Seite noch mal einmal so ein bisschen irgendwie so durchstechen, dass wir so halt diese Kurven und das alles rausmachen. Hier eigentlich da oder auf der Seite dann halt auch vorgewendemäßig nicht viel machen. So dass ich vielleicht immer oben oder unten was stehen habe, wo ich dann abbunkern kann. Oder abladen kann. Mal gucken, ob ich die beiden Reichsanhänger mir noch hinstelle, eventuell hier unten. Oder mit den Anhängern. Und ja, ich habe auch noch ein zweites Kartoffellager mir hingestellt. Wir haben ja schon eins da hinten neben Hof stehen, aber ja, da gehen zwar 600.000 Liter rein, ist mir aber doch zu wenig. Deswegen habe ich da eine Lagerhalle oder ein so ein Dings abgerissen. Da war, es war für Zuckerrohr und Zuckerrohr werden wir hier nicht machen. Und habe dann halt nochmal so ein Kartoffellager hingestellt. Guck mal, also ertragsmäßig ist das hier. Weiß ich nicht, für Kartoffeln nicht ganz so gut, ne? Jetzt, also, guck mal, wir haben gerade mal 6000 drinnen, 28-29% voll. Und das sieht doch sehr gerade aus, muss ich sagen. Ist zwar immer noch nicht schön, ne? Weil, wie soll ich jetzt drehen, ne? Wenden.
So, jetzt nehmen wir hier so ein bisschen Dings raus, die Kante, dass hier unten so ein klein bisschen was haben zum Wenden. Nur bis hier vorne, nur dass die, ich sag mal, die kleine Beule hier weg ist. Hier unten die kleine Beule, ne? So halbwegs. Es ist halt ein, ja, ich hätte auch ganz normal Vorgewende rumfahren können, so, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Mal ungefähr. Aber dann hätte ich mir halt am Vorgewende auch sehr viel kaputt gefahren, ne? Wie gesagt, jetzt nehmen wir hier so die kleine Kurve raus. Dass wir dann nachher hier unten das Vorgewende so ein bisschen bearbeiten können. Gut ist, hier ist eine Einfahrt, da haben wir ein bisschen mehr Platz zum Zurückfahren. Und ich habe auch erst einen Anhänger abgekippt. Also wir haben jetzt im Lager 34.000 Liter Kartoffeln nur drin. Ne? Das heißt nur, aber... Ne? Da wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zusammenkommen. Von zwei Feldern. Werden höchstwahrscheinlich auch jetzt die nächsten 3, 4 Folgen wird wahrscheinlich auch mehr oder weniger nur Kartoffeln kommen. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Ja. Dann werden wir auf jeden Fall so ein bisschen Bodenbearbeitung machen, weil hier bei den Kartoffeln sollte, glaube ich, Weizen oder Gerste rein, der jetzt dann nachher auch bald gedrillt werden kann. Beziehungsweise müssen die Felder halt noch bearbeitet werden, ne? Kalk ausbringen und so, ne? So, jetzt haben wir hier auch schon wieder einen schönen, oder relativ großen Wendekreis, Radius oder freie Fläche zum Wenden. Können wir dann jetzt hier einmal so schräge machen. Da wird etappenweise halt alles so ein bisschen gemacht, ne? Ich wollte zuerst eigentlich so ein, ja, von Rupa den Keiler nehmen, aber da habe ich mir die Felder nochmal angeguckt. Nee. Da hab ich mir gedacht, nee, das machst du nicht. Mit so einem 1,80 Meter oder was Aufnehmer. Hier langroden. Nee, 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 nee. Das machst du nicht. Das wäre ein bisschen zu doll und wird auch doppelt so lange dauern. Wäre natürlich sehr viel günstiger gewesen in Mietkosten, aber trotzdem, das ist ja... So, und dann haben wir schon mal eine Zutat für, ja, Chips oder Pommes, je nachdem, was das jetzt eigentlich wird.
dann würden wir auf jeden Fall die Sonnenblumen dann im Oktober, denke ich mal, ernten können. Hätten wir noch eine zweite Zutat, dann fehlt nicht mehr viel. Und so wie hier habe ich auch schon, dadurch, dass wir hier Kurve gefahren sind, das bisschen kaputt gemacht, ne? Müssen wir uns jetzt alles ein bisschen hinarbeiten, dass wir aus dem Schrägen rauskommen oder aus den Kurvenartigen rauskommen, dass wir das so ein bisschen spitzer machen alles. Gut, ich werde hier noch mal so ein bisschen, ne, Vorgewände bearbeiten und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir denn hier schon bei den Bahnen angekommen sind, wir hoch und runter fahren können und ne? Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Däumchen da, gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.